Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in War in the East 2, Zug 81, 3. Januar 1943 und der Winter ist lang und zäh. Ich muss schon mittlerweile sagen, er fühlt sich auch wirklich sehr, sehr zäh an. Machen wir weiter bei der Heeresgruppe Nord. Ich überlege gerade, wir hatten letzte Runde hier, glaube ich, eine mechanisierte Einheit, mechanisierte Division oder sogar Korps stehen. Die haben sich offensichtlich wieder zurückgezogen. Wir bleiben hier einfach stehen. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehren lassen. In vielen Bereichen, was ich jetzt sage, werde ich jetzt in den nächsten 10 Minuten natürlich gleich wieder rückgängig machen, weil hier im Norden habe ich schon geplant, dass wir noch etwas weiter vorrücken. Generell ist für den Sommer ja unser Ziel, dass wir hier oben die Stadt Konosha einnehmen. Denn damit würden wir die Sowjets hier oben auch jeglichen Nachschubs rauben und müssen uns aber natürlich Richtung Wologda hocharbeiten, denn wir müssen natürlich hier entlang der Eisenbahnlinie unseren Vormarsch planen. Aber da machen wir jetzt erstmal nicht großartig weiter. Ich suche mir jetzt noch Stellungen, die wir angreifen können, also Einheiten der Sowjets, die schlecht dastehen, in schlechten Positionen sind. Wie zum Beispiel hier, was haben wir, die 204. Schützendivision, Verteidigungswert von 1. Da denke ich, sollten wir mal angreifen. Und das machen wir auch tatsächlich mit einem geplanten Angriff. Schauen wir, dass wir die Einheit hier vertreiben. Ja, es geroutet, 527 Mann Verluste, 183 auf unserer Seite und vor allem die Befestigung ist hier weg. Wichtig für mich jetzt auch, dass ich natürlich auch schaue, dass ich mir Lücken in der Front aufmache oder offen lasse, wo wir dann, sobald das Wetter auch besser wird, vorrücken können. Hier noch interessant, was haben wir hier, die 7. Garde in Luftlandedivision, auch die. Ich würde sagen, wir greifen hier mit 106. an, die haben 73% Munition, die greifen wir auch geplant an. Versuchen wir, dass wir die Elite-Einheit ein wenig schädigen. Was haben wir jetzt hier? 16 sowjetische Jäger stehen uns gegenüber. 41 sowjetische Bomber. Ja, die PE-2 bombardieren auch gerade die 106. Infanteriedivision. 700 Mann Verluste, zum Rückzug gezwungen. 20 Panzer dort verloren, 280 Mann Verluste auf unserer Seite. 17 Flugzeuge von 16 verloren. Also auch hier sehr erfolgreich. Wir werden nicht nachstoßen. Wir bleiben in unseren Stellungen, solange die Sowjets hier angreifen. Was haben wir denn hier stehen? Kavalleriedivision und die 13. Schützenbrigade. Auch das ist eigentlich ein leichtes Ziel. Die 206. hat mit 73% Munition auch noch genügend. Dann werden wir hier ebenfalls ansetzen. Auch geplant 4,7 zu 1,6. Ah ja, da haben wir noch eine Division, die ausgeholfen hat. Wer war das hier? Die 2. Kavalleriedivision. Hat trotzdem nicht gehalten. 746 Mann Verluste gegen 90 auf unserer Seite. Auch das hier wieder sehr, sehr erfolgreich. Ich überprüfe jetzt auch gleich schon, ob die Korps überlastet sind. Das 8. Korps mit 8 von 9 passt. Das 57. Korps 8 von 9 passt. 18. Armee passt ebenfalls. Okay, dann haben wir hier oben zwei sowjetische Einheiten eingekesselt. Die 16. Schützendivision und die 9. Kavalleriedivision. Frage ist, greife ich die jetzt in dieser Runde an? Ich schaue mir jetzt nochmal das Gelände hier an. Wir haben hier oben schwere Wälder. Ich habe ja schon gesagt in der ersten Folge, hier tiefe Wälder sind natürlich hervorragende Verteidigungspositionen auch. Es ist so offen da. Es ist offen und es ist verlockend. Allerdings wird meine Front natürlich auch länger, gell? Aber hier oben ist es wirklich sehr verlockend. Ich denke, da muss ich was machen. Aber erstmal schauen wir, dass wir hier die Division hier rausbekommen. Einmal die Kavalleriedivision. Die greifen wir mal mit der 121. an. Auch hier. Ne, wir machen mal einen ungeplanten Angriff aus der Bewegung heraus. Hat aufgegeben, man muss noch knappe 3000 Mann. Und dann haben wir hier unten die 16. Schützendivision. Das ist die Frage, wen wir da nehmen. Mit den Einheiten könnte ich hier vorstoßen, ne? Steht auf Refit. Oh, haben gehalten. Dann setzen wir nochmal mit dem geplanten Angriff nach. Zurückgewichen. Dann müssen wir nochmal mit jemand anderem angreifen. Frage, ob ich das jetzt hier mache. Ja. Siebzehntausend Mann hier gegen 700
bei 7237. Auch wieder jede Menge sowjetische Flugzeuge unterwegs. Ich glaube, ich muss nächste Runde noch weitere Jäger hier hoch verlegen. 26 Jagdflugzeuge, 29 Bomber und keiner mehr in der Verteidigung hier bei uns. Die 16 Schützen werden aufgegeben. Eine weniger. Okay. Gut. Die 4. Panzerarmee und die 2. Armee. Das Gelände ist offen. Es wäre doch dumm, wenn ich nicht vorstoße. Was spricht dagegen, dass ich nicht vorstoße? Dagegen spricht, dass ich natürlich meine Front dadurch wieder vergrößere. Auf der anderen Seite, zurückziehen kann ich mich immer noch. Und die Gebiete hier vorne einnehmen, sind durchaus lohnende Ziele. Ich würde natürlich trotzdem gerne meine nächste Runde haben, angeblich kein Blizzard mehr. Ich würde natürlich trotzdem gerne meine gepanzerten Einheiten sehr, sehr gern in Stellung bringen. Ne, komm, wir nehmen die Wälder jetzt hier oben ein. Hier sind wir in tiefen Wäldern, können wir uns gut verschanzen. Da haben wir sogar noch eine, greifen wir die mal an. 22. Kavalleriedivision. Dann ziehen wir hier ebenfalls in die tiefen Wälder unter. Ich muss jetzt nur überlegen, was ich hier mit meinen mechanisierten und beweglichen Einheiten mache. Motorisiert, mechanisiert. 125% Munition. Ich muss natürlich auch Treibstoff sparen. Ich muss halt schon mal Treibstoff irgendwie aufbauen. Einkesseln kann ich hier auch niemanden. Ich glaube, es macht keinen großen Sinn, hier weiter vorzurücken. Nee, tatsächlich glaube ich, macht das wirklich keinen größeren Sinn. Jetzt schauen wir erstmal bei der 2. Armee, was wir hier machen. Ich denke, wir bleiben tatsächlich hier mit der 290. hier erstmal in der Stellung. Was haben wir hier stehen? 2 Schützenbrigaden angeblich mit einem Verteidigungswert von 4. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Auf offenem Feld mit Verschanzung 1. Die können keinen Verteidigungswert von 4 haben. Es würde mich sehr, sehr wundern. Allerdings wird es jetzt hier mit der Munition auch ein bisschen knapper. 3,7 zu 4,4. Und ein offenes Feld. Nee, brauchen wir nicht. Wir schauen lieber, dass wir uns hier... Was haben wir hier? Leichte Wälder. Hier drüben auch. Und hier drüben ist eine mechanisierte Einheit. Das 9. mechanisierte Korps sogar. Dagegen müsste ich natürlich was tun. Jetzt ziehen wir mal die... Weißt du was? Ich bleibe hier in den Stellungen. Ich bleibe hier einfach in den Stellungen. Das wird von 14. Die 96 hat 47%. Die muss zum Auffrischen. Die ziehe ich jetzt raus. Ivanovo ist immer noch nicht angeschlossen. Ja, die müssen wir jetzt auf Refit setzen. Und hier in die Wälder ziehe ich nicht vor. Das sind nur leichte Wälder. Da haben wir keine Befestigungsstufe, wir haben mechanisiertes Core. Bleiben wir lieber hier in den Stellungen. Ja, so machen wir das. Befehlsstruktur ist hier auch noch gut. 8 von 9. Wie sieht es denn generell aus? Bei der 2. Armee 26 von 27. Das passt. Können wir im Bereich der 2. Armee noch Angriffe führen, die sich lohnen? Volosataya. Das hat man, glaube ich, auch schon ein paar Mal eingenommen, wenn ich mich nicht täusche. Und immer wieder verloren. Was haben wir denn hier noch? Hier die Brigade. Vielleicht können wir die schon mal ein bisschen aufbrechen. Ja, wisst ihr was? Jetzt machen wir erstmal hier unten die Brigade weg. 4,4 zu... Sind die so stark hier? Ja, gut eingegraben. Tiefe Wälder. Machen wir mal einen geplanten Angriff. Schauen wir, was passiert. Es sind bloß noch 2800 Mann. Das sollte man auch unter den Umständen schaffen. Gegen die 255. Marineinfanteriebrigade. Hier mit der 212. Infanteriedivision. Ja, jede Menge sowjetische Bomber unterwegs. Hier brauchen wir mehr Jagdschutz. Die Brigade hat aufgegeben. Ich bin auch hier im Schauen, wo haben wir denn hier noch? Ah, da steht die Verteidigung wirklich dünn hier. Jetzt haben wir hier ein ganzes Korps. 7. Schützenkorps, 54. Schützenbrigade. Das lösen wir ganz einfach. Ich komme da nicht hoch. Sehr ärgerlich.
306. Lass mir die Reserve oder stellen wir die hier vorne in die Frontlinie. Das mit der Reserve hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe hier auch noch ein paar Reserven. Nee, das ist keine wirkliche Reserve. Doch, hier die 26. Führen wir die wieder zusammen und die 26. Infanteriedivision hier in die Stellung. Ja, das sieht doch schon mal deutlich besser aus. So, lassen wir das. Ja, hier rücken wir auch nicht weiter vor. Da haben wir dann bloß zu viel Feindkräfte gegenüber. Natürlich ist auch die Überlegung, ob wir hier dieses 7. Schützenkorps einkesseln können, aber dafür fehlen mir, nee, da kommen wir nicht hin, dafür fehlen mir auch die motorisierten Kräfte dafür, die hier schnell durchbrechen könnten. Das klappt leider nicht. Hier passt soweit alles. Dann sind wir jetzt eigentlich im Bereich der 9. Armee soweit durch. Hier brauche ich nicht weiter aufrücken. Muss man hier im Norden noch schauen, ob ich hier noch eventuell was, was können wir hier noch machen. Thomas, ich ziehe mal die mechanisierte Einheit hier raus. Ich habe hier noch mehr. Die Totenkopf ist noch hier. Die LAH ist noch hier. Ich lasse die jetzt in der Runde noch in diesen Stellungen hier. Ja. Bringen wir die mal runter. Um ein bisschen Mut zur Lücke. Den machen wir rückgängig. Den auch. Das wäre nicht stark genug hier, die Verteidigungslinie. Okay, dann geht es runter zur 9. Die Zone hier wegnehmen wir natürlich noch gut von den Sowjets. Ich schaue mal, ob wir noch irgendwelche Einheiten hier. Die 30. ist auch nicht mehr gut benannt. Aber stimmt gar nicht, 84% haben die noch. Haben wir hier Depots? Ja. Dann würde ich doch fast sagen, wir setzen die 212. einfach mal auf Refit. Gut, also 9. Armee. Hier wären tiefe Wälder, die sollte ich nehmen. Das machen wir auch. Ja, Verteidigungswert von 33 hier. Mal schauen, dass wir die Lücke hier noch zumachen. Haben wir noch irgendjemanden dafür? Das sieht mir nicht so aus. Okay, ja, da werden sie schon nicht durchbrechen. Ich bin gerade, ob ich weiter südlich erstmal weitermache. Ich muss jetzt erstmal alle Waldgebiete hier einnehmen. Ist da was? Ich mache tatsächlich jetzt erstmal kurz bei der 16. weiter und dann schauen wir im nördlichen Anschluss. Vielleicht können wir hier Einheiten kesseln. Das wär's. Ein Korps, zwei Brigaden. Ein Korps, eine Division, zwei Brigaden und irgendwas Unbekanntes. Ist die Frage, ob wir hier auch entsprechend durchbrechen könnten. Wir probieren das mal. Einsatzfahrzeuge haben wir ja dafür. 2,3 zu 0,4. Probieren wir das mal. Ah, das wird nicht klappen. 11.000 gegen 6.200. Würde mich wundern, wenn wir die 260. Marineinfanteriebrigade hier rausbekommen. Und ich sehe schon, ich muss hier auch mehr Bomber reinstecken. 1,6 zu 1, das war nichts. Dann greifen wir nochmal an. So, jetzt ist die Frage. Ah, nee, da werden wir nicht durchkommen. Aber das wäre interessant. Hier mit den Panzereinheiten auch. Dazu müssten wir allerdings die 141. Schützendivision rausbekommen. Wir können mal schauen.
5,6 zu 4,0, das wird nicht klappen. Die 13. Panzerdivision steckt hier auch noch hinten. Das, muss ich sagen, wäre eine interessante Sache zu kesseln hier. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt die 13. Panzerdivision tatsächlich hier im Blizzard dafür her, um 13, 13. Nein, das klappt nicht, oder? Ich möchte die Kontrollzone hier wegbekommen. Scoutet. Shit. Vielleicht mit einem dritten Anlauf hier. Das wäre spannend, wenn wir diesen Kessel hier zukriegen könnten. Ja, okay. Jetzt müssten wir mehr Bewegungsfreiheit haben. Wir ziehen mal die 18. Panzerdivision nach. Die 17. Panzerdivision. Ist das wirklich möglich hier? Nein. Nein! Es klappt nicht. Was habe ich getan? Habe ich noch irgendwas Schnelles hier, das da hochkommt? Nein. Shit. Ja, ein Versuch war es wert. Nee, da kann ich machen, was ich will. Da komme ich nicht hoch. Nee. Gibt es noch irgendwas, mit dem ich da hochkommen könnte? Nein. Schade, schade. Okay, aber damit müssten wir die Sowjets, die müssten sich jetzt dann hier auch zurückziehen. Dann belassen wir es jetzt einfach mal so. Verpuzzelt. Passt schon. Ein Versuch war es wert. Wir können ja schauen, ob wir hier die Einheiten, die hier drin stehen. Nee. Schauen wir lieber das. Gepanzerte Einheiten, habe ich gesagt, es sind immer lohnende Ziele. Die greife ich jetzt auch hier mit 2 Infanteriedivisionen an. Denn alles, was wir an Panzern wegnehmen, steht uns im Sommer nicht im Weg. 12,6 zu 1. Ah, jetzt habe ich die Pause nicht eingeschaltet. 52 Panzer haben sie verloren und knappe 1000 Mann. So. Das müsste jetzt aber eigentlich jetzt in dem Bereich. Ich prüfe jetzt gerade nochmal, ob die Einheiten hier gut stehen. Ja, die Panzereinheit gefällt mir halt überhaupt nicht. Dann nochmal rückgängig. Sind ja alles nur Regimenter hier. Nee. Mit dem Rest der 16. Armee bleibe ich jetzt hier stehen. 16. Armee ist nicht überfordert. Hier gibt es für mich jetzt auch keine lohnenden taktischen, strategischen Ziele hier. Also weder taktisch noch strategisch operativ. Das nächste Ziel wäre hier drüben. Nee, das brauchen wir nicht. Schau gerade nochmal, ob ich noch irgendwas verpasst habe. Interessant wäre das schon, muss ich ja sagen. Um hier Druck auszuüben, ist die Frage. 306. Wir sind hier, was haben wir hier für ein Gelände? Tiefe Wälder, auch tiefe Wälder. So. Zerletzt davon. Okay, bin mal gespannt, ob mir das jetzt hier nicht immer auf die Füße fällt. Aus dem Refit raus.
Das wird sich aber dann erst in der nächsten Runde zeigen. Dann sind wir mit der 16. Armee tatsächlich auch schon durch. Da ergeben sich keine Möglichkeiten mehr. Dann gehen wir, wisst ihr was, wir gehen jetzt am besten ganz nach drüben und schauen, dass wir uns hier weiter mit den Befestigungsanlagen beschäftigen. Generell ist der Plan, dass ich hier die 17. Armee natürlich wieder weiter rausziehe. Wisst ihr was, das machen wir jetzt auch sofort. Ziehen wir mal die 17. raus und stecken die 82. Infanteriedivision hier raus, stecken die hier hoch. Und dann müssen wir natürlich jetzt hier, wen haben wir dann da, die erste Garde, Rumänen, hier hoch. Die bleiben noch im Refit. Schauen wir, ob ich jetzt hier noch Einheiten habe. Ne, sind alle noch im Refit, ist auch in Ordnung so. Jetzt mal die Stellung hier weiter ausbauen. Darf natürlich hier keiner mehr kommen. Wo waren denn hier die letzten Angriffe? Hier oben. Ziehen wir das eine, die eine rumänische Infanterie-Division schon nach oben, dass hier die Stellungen weiter ausgebaut werden. Ansonsten habe ich ja hier unten mittlerweile doch einigermaßen gute Einheiten stehen. Bringen wir Italiener hier noch hoch. Verlängerungszeit von 9. Wir werden natürlich jetzt irgendwann mal versuchen, mit der Kavallerie aufzuklären. Das wäre nicht schlecht. Allerdings haben wir ja auch Aufklärungsflüge gehabt. Und die Rumänen brauchen auch ein bisschen mehr Nachschub noch. Okay. Bringen wir, also Plan hier unten. Ich möchte Einheiten der ersten Panzerarmee in Orange natürlich rausbekommen. Die müssen weiter nach Nordwesten verschifft werden. Dazu müssen wir also generell Einheiten natürlich jetzt hier in diese Räume bewegen. Schauen wir uns erstmal Verteidigungswerte. Können wir irgendwo angreifen? Haben wir ein lohnendes Ziel? Hier oben wäre ein lohnendes Ziel. Das 16. Panzerkorps. Sieht es denn hier mit Munition aus? Die 82. Und was haben wir hier mit Munition? Die 226. und die 82. Mal schauen, was die gemeinsam hier erreichen könnten. Im Angriff hier gegen das Korps. 6,8 zu 9,2. Nein, ist zu wenig. Da erwartet man doch dann lieber den Angriff. Die 46. Jetzt hier die Lücken stopfen. Können wir auch hier gleich eine befestigte Einheit noch bauen. Na. Fortified Unit. Aber okay. Sortieren nochmal alles ordentlich durch. Dann 4. Korps, 17. Armee. Dass ich nämlich tendenziell weiter nach. Wir haben jetzt echt noch einige Einheiten hier der 17. Armee stecken. Die ist auf Refit, das muss ja auch sein, die 295. Hier unten haben wir die 24. ist ebenfalls auf Refit. Kriege ich die noch hier hoch? Wer steht denn da alles drin? Die Ungarn. Die Ungarn sind schon wieder einigermaßen fit. Wir bringen die Ungarn jetzt hier raus. Einmal hier in die Stellung. Die 73. Oh, die haben zwar viel Munition, aber kaum noch Männer. Das heißt, wir bringen die jetzt in den Refit hier drüben. Die 370. gehört zum 29. Korps. Ich schaue jetzt gerade, ob wir noch dringend Einheiten hier abziehen müssen. Die 223. Oh, die müsste auch dringend ausgelöst werden. Da ist nicht mehr viel Munition, wisst ihr was? Ich versuche jetzt hier mal, wir speichern einmal ab und wir versuchen jetzt mal hier Nachschub einzufliegen. Da oben haben wir jetzt doch durch die Gefechte, die stattgefunden haben, doch sehr, sehr viele Einheiten, die
ziemlich angeschlagen sind, die ziemlich wenig Munition haben. Wir probieren es jetzt mal. Einmal hier auf die Panzereinheiten. Launch. 55 Tonnen Fracht. Das war noch schon mal gar nicht so schlecht. Single Mission. 19 Tonnen Fracht. Problem ist, dass in Stalingrad eine Astrakhan natürlich nicht so viel an Tonnage ist, die wir ausfliegen können. Jetzt sind es 8 Tonnen bloß noch. Ich probiere nochmal einen Flug, aber da wird nicht mehr viel rumkommen, oder? Was haben wir denn hier? Fracht. Makhatschkala ist... Makhatschkala, das ist ja ewig weit weg. Könnte ich von hier aus hinfliegen? Ist ernsthaft? Nee, könnte ich nicht. Ist weit weg. Astrakhan geht. Stalingrad ist auch leer. 13 Tonnen. Nee, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist jetzt eher die Frage, ob ich jetzt hier überhaupt noch sowjetische Angriffe noch überstehen kann. In dem Bereich. In den nächsten Runden. Gut, ich habe jetzt viele Einheiten hier auf Reserve stehen. Wisst ihr was? Das heben wir uns für die nächste Runde hier auf. Beziehungsweise für die nächste Folge. Dann schauen wir uns nochmal an, dass ich hier unten darf ich keine Fehler machen. Da ist es zu überlebenswichtig. Da nehmen wir uns lieber nochmal eine Folge ordentlich Zeit. Viel zu tun gibt es nicht mehr, aber wenn es ein bisschen in die Länge strecken und schauen, also strecken ist falsch, aber einfach nochmal genauer nachsehen, würde ich sagen, machen wir hier lieber nochmal eine Folge, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder vorbeischaut und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch, servus.